Einen wunderschönen guten Morgen aus Gausbach. Nachdem wir gestern ja aussetzen mussten, das Wetter war einfach zu schlecht, haben wir uns heute auf die Räder geschwungen, möchten die Tour de Murg abwärts fahren, über Rastatt bis zur Murgmündung. Von dort dann am Rhein hoch bis zur östlichsten Ecke Frankreichs und wieder über die Tour de Murg zurück hier nach Gausbach. Es ist noch frisch, es tröpfelt immer wieder, aber über Forbach jetzt auch die ersten Sonnenstrahlen. Würde uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wir haben jetzt 90 Kilometer ungefähr vor uns. Und wenn wir keine Luft oder Lust mehr haben, können wir auch in die S-Bahn steigen. Also, viel Spaß. Jetzt durch Langenbach durch. Aus Langenbach raus und rechts auf die Tour de Murg. Und die Etappe heute, die Tour ist relativ eben, nur hier das Stückchen zwischen Forbach und Langenbach mit Steigung. Rest geht. Nächste Ortschaft, Weißenbach. Und Weißenbach auch schon zum Teil in der Sonne. Läuft Murg abwärts hier aus Gernsbach raus, aber wir kämpfen schon mit einem relativ starken Gegenwind. Das heißt ja, nachher Murg aufwärts, dass er eigentlich im Rücken sein sollte. Aber hätte, wenn und aber, werden wir uns das Ganze denn nachher mal anschauen, wie es aussieht. Und weiter Richtung Gaggenau. Durch das bedeckte Gaggenau. Weiter an der Murg vorbei. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt gleich wieder das Unimog-Museum. Wir fahren ja jetzt die Murg bis zur Mündung in den Rhein. Hallo, hier sind wir wieder. Sorry, aber rund um Kuppenheim und Rastatt hat es uns jetzt so abgeduscht, dass wir wirklich erstmal Regensachen angezogen haben und dann überlegt haben, in Rastatt in die S-Bahn zu steigen, die Tour abzubrechen. Aber wie ihr seht, auf dem Murgdamm raus aus Rastatt. So schnell wollen wir doch nicht aufgeben. Gerade im Moment hat es mal aufgehört zu regnen, vielleicht trocknen wir wieder ab und dann geht es da noch weiter. Mal sehen, was uns heute noch alles erwartet. Wir fahren jetzt hier durch so ein Baggerseegebiet. Unheimlich viele Boote, unheimlich viel Sandstrand. Sieht ja richtig schön aus hier.
Ja, also bei Sonne wäre es noch viel schöner. Aber so sind wir zumindest hier ganz alleine. Und bisher haben wir es auch nicht bereut, einfach durchzuziehen, statt zu kneifen. Hier ist es Elchesheim Uellingen. Okay, schön. Links rum, Katja hat es schon gesehen. Mensch Leute, das ist hier die pure Wildnis. Wir werden nachher so dreckig sein und ich werde meine Haare waschen müssen, weil der ganze Dreck im Nacken hängt. Aber Mann, was hätten wir verpasst, wenn wir in Rastatt die S-Bahn genommen hätten. Ja, auch schön, wenn man so eine Frau an der Seite hat, die wirklich überall mitzieht und Spaß hat. Schauen wir uns das hier an. Leute, das ist ja so schön. Nach der kleinen Rast am Rhein. Jetzt Rhein abwärts zur, wenn wir sie finden, östlichen Stelle Frankreichs. Und von dort drehen wir den wieder ab vom Rhein weg Richtung Rastatt, Richtung Gaggenau. Und wir haben uns jetzt gerade besprochen, wir werden sehr wahrscheinlich in Gaggenau oder Gernsbach ein paar Stationen mit der S-Bahn fahren. Man kann hier hinfahren, man muss aber nicht hier hinfahren. Wir haben gesagt, wir fahren an die östlichste Stelle Frankreichs. Da sind wir jetzt auch, drehen jetzt wieder um, müssen ungefähr einen Kilometer zurück, aber der Weg hierher ist wirklich mehr wie bescheiden. Wir haben es uns vorgenommen, wir haben es durchgezogen. Jetzt wieder ungefähr einen Kilometer zurück. Vom Rhein weg und wieder Richtung Heimat, wie auch immer wir dort ankommen. So Freunde, auf dem Weg Richtung Gernsbach und ja, rechts rüber schauen wir jetzt gerade nicht so gerne. Das wäre doch wirklich zu schade. Einmal hat es uns doch schon so abgeduscht. Das wäre doch zu schade, jetzt noch mal so nass zu werden. Mei, wenn es so ist, dann ist halt so. Da werden wir nicht sterben. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne trocken zur Bahn oder zum Wohnmobil kommen. Leute, was für eine Chaos-Tour. Wieder sicke nass geworden. Und jetzt scheint wieder die Sonne. Ich werde verrückt. Also heute kommt schon alles zusammen. Aber insgesamt alles klamm, trotzdem schön. Weiter geht's Richtung Gaggenau.
gar genau haben wir wieder erreicht. Und wir fahren nun die Tour de Murg so zurück, wie wir auch gekommen sind. Flussaufwärts. Entschuldigung, Fliege verschluckt. Und schaut euch das Wetter an. Wir diskutieren wieder, fahren wir Bahn, fahren wir keine Bahn. Wären wir blöd, wenn wir Bahn fahren, oder? So viel erlebt heute. Mittlerweile fahren wir durch Weißenbach und ja, letzter Stand war ja, dass wir nicht mit der Bahn fahren. Wird wahrscheinlich auch so bleiben, aber kleinen Moment. Das Altglas-Auto vor uns. Das wollte ich nicht unbedingt filmen. Ja, also Stand jetzt, keine S-Bahn, aber ob wir trocken ankommen, ich weiß nicht so recht. Sieht gerade im Moment nicht so richtig prickelnd aus. 8 Kilometer noch, Tour de Murg, flussaufwärts. Wir riskieren es. Da fährt das Müllauto. So, liebe Radfreunde, links von uns die S-Bahn-Schienen, gerade am Bahnhof Au im Murgtal, meine ich, heißt es, vorbeigefahren. Wir ziehen durch. Es fängt wieder an zu tropfen, aber wir machen das jetzt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, habt ein bisschen Spaß gehabt mit unserer Chaos-Tour. Aber immerhin knacken wir heute die 90 Kilometer. Wir ziehen jetzt nochmal an, Langenbrand und dann nach Gausbach. Wir beide verabschieden uns, sagen vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus dem Murgtal. Sagen Kathi und Holger. Tschüss, macht's gut.